Heute geht es um das Thema Soll an haben und damit herzlich willkommen bei Gripscoach TV. So, die ein oder anderen werden sich wahrscheinlich wundern, weil Soll an haben ein Bestandteil des Videos doppelte Buchführung einfach erklärt war. Aber hier gehe ich detaillierter auf dieses Thema ein, weil es so wichtig ist. Denn wenn ihr das einmal richtig verstanden habt, wie das System der doppelten Buchführung funktioniert, dann könnt ihr jede Buchung wirklich kinderleicht durchführen. Hier werde ich auch die Mindmap zur Verfügung stellen aus dem Video Doppelte Buchführung einfach erklärt, weil ich hier ein wenig textlastiger vorgehe und nachher mit euch zusammen auch eine Prüfungsaufgabe machen werde. Also, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage und die ist, was bedeutet soll an haben? Meine Antwort, soll an haben beschreibt die Art und Weise, wie in der doppelten Buchführung gebucht wird. Und zwar, wir haben ja hier T-Konten, woraus die gesamte Buchhaltung besteht. Zehntausende von T-Konten kann man sich gar nicht vorstellen. Die bekommst du in der Regel nicht zu Gesicht, weil die in der Buchhaltungssoftware integriert sind. Früher wurde auf klassischen T-Konten gebucht, also schwarz auf weiß. Heute buchst du das in der Buchungsmaske, in deinem Buchhaltungsprogramm und dann wird im Hintergrund, werden deine Buchungen dann auf die T-Konten gebucht. So kann man sich das vorstellen und da haben wir zum Beispiel mal ein T-Konto, das sieht da aus wie so ein T, deswegen T-Konto. Da haben wir links immer die Soll-Seite und rechts immer die Haben-Seite. Und jedes Konto ist so aufgebaut. Und je nach Konto mehrt es sich entweder auf der Soll- oder auf der Haben-Seite. Und in der doppelten Buchführung wird immer Soll an Haben gebucht. Das heißt, es wird immer zuerst die Soll-Seite angesprochen und dann wird die Haben-Seite angesprochen. Also dass es auf jedem Konto Buchungen gibt auf der Soll-Seite und auf der Haben-Seite, je nachdem, wo sich das Konto mehrt oder mindert. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf den der Geschäftsvorfall hat Auswirkungen darauf, ob jetzt die Buchung auf der linken oder rechten Seite erfolgt. So, also die Art und Weise, wie gebucht wird, das ist das Soll an haben. So, dann natürlich die Frage, die sich viele stellen, ist, warum heißt das so? Warum hat man diesem Kind den Namen Soll an haben gegeben und nicht anders? Kaum zu glauben, es ist wirklich nur der Name. Man hat sich dafür entschieden, die linke Seite Soll zu nennen und die rechte Seite Haben zu nennen. Man hätte auch Ernie und Bert sagen können, völlig egal, es sind wirklich nur Namen. Damit der Buchhalter weiß, ich spreche zuerst die Soll-Seite des Kontos an, die sich ja immer links befindet, und dann die Haben-Seite, die sich immer rechts befindet. So, jetzt wird etwas interessanter. Welche vier Regeln solltest du kennen, um alle Buchungen meistern zu können? Mehr sind es tatsächlich nicht. Wir gehen die der Reihe mal durch. Und zwar Regel Nummer 1 ist, jede Buchung wird doppelt ausgeführt. Und deswegen heißt der Spaß ja auch doppelte Buchführung. Und wenn denn das Unternehmen buchführungspflichtig ist, im Rahmen der doppelten Buchführung wird jede Buchung doppelt ausgeführt. Deswegen doppelte Buchführung. Zweitens, Aktivkonten mehren sich im Soll, also müssen sich Passivkonten im Haben mehren. Warum ist das so? Kurze Wiederholung zum Video doppelte Buchführung einfach erklärt. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut es euch bitte an. Und zwar haben wir zwei Kontenarten. Einmal haben wir die Bestandskonten und einmal die Erfolgskonten. Und die Aktivkonten und die Passivkonten gehören zu den Bestandskonten. Und da die Buchführung immer um Ausgleich besorgt, also wir wissen ja aus der Bilanz, die Bilanz ist auch wie ein T-Konto aufgebaut. Da haben wir die Aktiva und die Passiva und unten die Salden, die ganz unten dann zusammenkommen, müssen gleich sein. Und so ist das auch bei dem Abschluss eines Kontos. Ein T-Konto, da haben wir die Soll-Seite und die Haben-Seite. Letztendlich müssen die Salden hier unten auch gleich sein, damit die Waage hier nicht zur Seite wegkippt. So, dann haben wir die Regel Nummer 3, Aufwandskonten mehren sich im Soll, also müssen sich die Ertragskonten, die ja hier zu den Erfolgskonten gehören, im Haben mehren, also immer genau das Entgegengesetzte. So, dann die Regel Nummer 4 bedeutet, dass die Soll-Seite stets zuerst angesprochen wird. Das heißt, immer soll an haben, niemals umgekehrt. Das ist eine absolute goldene Regel in der doppelten Buchführung, dass es immer soll an haben heißt.
Niemals andersherum. So, welche zwei Fragen solltest du dir stellen, um jede Buchung zu schaffen? Frage Nummer 1 ist, welche Kontenart wird angesprochen? Aktivkonto oder Passivkonto? Die gehören ja zu den Bestandskonten, haben wir gerade kurz wiederholt. Oder ist es ein Aufwands- oder Ertragskonto? Und das sind ja hier diese Konten aus der Erfolgsrechnung oder sind Erfolgskonten. Die Frage ist, welche Kontenart wird angesprochen? Denn dann musst du wiederum wissen, auf welcher Seite mehren oder mindern sich genau diese Konten. Zum Beispiel ist Bank ein Aktivkonto, also mehrt sich das Aktivkonto Bank auf der Soll-Seite und zwar dann, wenn Geld eingeht. Ich habe das hier kurz wiederholt aus dem Video Doppelte Buchführung einfach erklärt. Aktivkonten mehren sich ja im Soll und Passivkonten mehren sich im Haben. Aufwandskonten mehren sich im Soll, Ertragskonten mehren sich in Haben. Das muss man wissen, um jede Buchungsaufgabe ausführen zu können. Und Bank ist ein Aktivkonto. Und wenn also Geld reingeht, angenommen du bist Unternehmer, du schreibst eine Rechnung und der Kunde bezahlt diese Rechnung, ich sag mal in Höhe von 10.000 Euro, dann geht Geld rein und wird auf der Sollseite des Aktivkontos Bank gebucht, weil Bank ein Aktivkonto ist und sich Aktivkonten im Soll mehren. So, jetzt machen wir das mal zusammen im Rahmen einer wirklich einfachen Prüfungsaufgabe. Ich möchte ja, dass ihr das System versteht und nicht sofort an schwierigen Aufgaben verzweifelt. Die kommen später immer noch. Wohlgemerkt, die meisten Prüfungsaufgaben sind relativ einfach. Also so richtige Kauderwelsch-Aufgaben habe ich bisher in den Prüfungsbögen, die ich hier habe, noch nicht gesehen. So, Aufgabe, buche folgenden Geschäftsverfall. Ein Industrieunternehmen kauft eine Fertigungsmaschine auf Ziel für 10.000 Euro netto. Wenn ich hier netto schreibe, hat es eine Bedeutung. Geh mal in dich und überlege mal, warum ich das getan habe. Und ganz wichtiger Hinweis ist, es soll nur der Kauf gebucht werden. Das bedeutet nicht die Überweisung der Rechnung, ja, nur der Kauf. Wir haben einmal den Kauf einer Maschine und dann begleichen wir dann diese Rechnung, die wir vom Lieferanten bekommen haben. Also von dem Lieferanten haben wir eine Rechnung bekommen für den Kauf dieser Maschine und die müssen wir ja auch bezahlen und auch verbuchen. Das machen wir jetzt nicht. Wir verbuchen nur den Kauf dieser Fertigungsmaschine. Du kannst dir ja mal gerne ein Blatt Papier nehmen und mal diese Aufgabe machen und dann gleich deine Aufgabe, deine Lösung mit unserer gemeinsamen hier vergleichen. So, die Lösung kommt jetzt. So, ich nehme hier den Industriekontenrahmen, der zum Beispiel für Industriekaufleute prüfungsrelevant ist. Die Konten heißen ähnlich oder gleich auch bei anderen Kontenrahmen. Es kann aber sein, wenn du einen anderen Beruf hast, wo ein anderer Kontenrahmen eine prüfungsrelevante Rolle spielt, dass diese Konten hier anders heißen. Na, das kurz als Hinweis. So, wir buchen also, wenn wir den Industriekontenrahmen nehmen, Anlagen und Maschinen 10.000 Euro. Vorsteuer 1.900 Euro, an Verbindlichkeiten, Auslieferung und Leistungen 11.900 Euro. Warum haben wir das so gemacht? Ich habe es nochmal aufgeschrieben, Anlagen und Maschinen ist ein Aktivkonto. Das musst du natürlich wissen. Und auch auf welcher Seite sich ein Aktivkonto mehrt. Und das wissen wir, haben wir gerade eben gelernt, Aktivkonten mehren sich auf der Sollseite. Also kommen die 10.000 Euro auf die Sollseite des Kontos Anlagen und Maschinen. Hier haben wir es ja auch gebucht, ne? 10.000 Euro. Da hatte ich gerade eben gesagt, wir haben netto eingekauft, aber Maschinen sind umsatzsteuerpflichtig, also kommt die Umsatzsteuer noch oben drauf. Und da der Unternehmer eine Vorsteuer zahlt, die eine Forderung gegenüber dem Finanzamt darstellt, auch hier das Video gucken, Umsatzsteuer einfach erklärt, da gehe ich genauer darauf ein, kommt es natürlich auch auf die Sollseite des Aktivkontos Vorsteuer. Denn Aktivkonten mehren sich im Soll, also hier auf die linke Sollseite. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 11.900 Euro, das ist ein Passivkonto und Passivkonten mehren sich im Haben und deswegen kommt die Buchung hier ins Haben. So, und damit wäre die Buchung erledigt und diese T-Konten hier gefüllt. Das, wie gesagt, das machst du ja in der Regel im Betrieb oder das wird nicht mehr manuell gemacht, sondern halt
im Buchführungsprogramm, aber im Hintergrund kannst du dir das so vorstellen, dass wirklich diese T-Konten hier gebucht werden und du solltest das auch eventuell in der Prüfung darstellen können. Es kann durchaus passieren, dass der Prüfer sagt, stell doch diese Buchungen mal grafisch dar im Rahmen dieser T-Konten. Das kann passieren, muss es aber nicht. Ich werde darauf vorbereitet. Besser ist das. So, das war ein relativ kurzes Video, weil ich hier nochmal explizit auf Säuren haben eingehen wollte, weil es so unglaublich wichtig ist, das zu checken. Das nächste Video wird wieder etwas umfangreicher sein, wo ich mir auch ein neues Prüfungsthema vor die Heldenbrust nehme. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann 3 Daumen hoch. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.